ich bin auf der Heimat, also auf dem Mosemädli. Da, wo ich geboren bin, da bin ich. Ja, ich habe halt einen Arg mit der Schule weggeht. Vom Mosemädli bis Rappinschule. Und bin, war noch nicht einmal ganz sechs, wo ich in die Schule gekommen bin schon. Und der, damals hat es halt immer jeden Winter viel, viel Schnee gehabt. Und da hat man halt so alte Ski gehabt, so mit so alten Bindungen, mit so Lederbindungen. Also halt keine rechten Ski, gerade vorne wegen Bogen. Oder Skischuhe, das ist nicht kennt. Gell? Und so ist man halt gegangen im, und oft eine Stunde Sport gekommen. Nur der Lehrer können sagen, wären wir doch daheim geblieben. Und dann waren wir nass bis ganz da rauf und so ist man dann in der Schule gesessen. Bis, ja, bis man halt wieder die Schule ausgegangen hat und dann war wieder der Buckel auf. Und dann haben wir als, damals haben sie noch mit dem Pferd Bahnschlitten geführt, also Band halt. Und dann haben wir immer geguckt, dass wir hin können, heimwärts mitfahren auf dem Bahnschlitten. Dass wir wenigstens ein Stück hinkommen. Das war. Ja, ja, ist halt, war halt so, gell? Aber wir haben halt früher sehr, sehr viel Schnee gehabt. Ja. Das ist alles nicht mehr. Der viele Schnee immer nicht mehr. Ist ja auch recht, gell? Und im Sommer, wo bist du heimgekommen, hast du nicht einmal darf recht Schule, also die Hausaufgaben machen. Und dann hätten wir eine Kie feiern. Wir haben damals auch kein Bulldog noch. Und dann hätten wir eine Kie feiern. Und so hat man im Acker halt Erdäpfel gesetzt. Und ja, da hätten wir halt müssen helfen. Schon als kleine Mädchen schon. Und die Landwirtschaft, die kleine, die wir hatten, das war halt, ja, wie es halt früher war. Alles von Hand. Ja, und mit den Kühen, die haben das Doppeljoch gehabt, dran gehabt. Und dann hat man mit denen geschafft halt. Und wir haben dann noch erst 69 einen Bulldog gekauft. Eigentlich weiß ich nur noch gut, dass man halt die Fenster abdunkeln kann. An selbst kann ich mich noch gut erinnern, aber direkt an den Krieg. Also ich habe, oder meine Mutter, hat viel Verwandtschaft gehabt in Homberg. Und die sind geflüchtet aufs Mosemädli, weil sie haben doch immer wieder das Viadukt treffen in Homberg. Und da sind ja auch immer Bomber ab im Schondelgrund und sie haben aber das Viadukt nicht getroffen. Und die Verwandten von meiner Mutter sind bei uns da oben gewesen. Und haben immer gehorcht am Radio halt an so einem alten Volksempfänger, wie es ist, wie es denen Männern geht im Krieg oder halt wie der Krieg ist. Ja, und Mutter hat alles gesagt, da sind alle da und ich bin allein zum Schaffen und die haben halt bloß ein wenig gehorcht, was der Krieg macht. Ja, an das ja, kann ich mich eigentlich schon noch erinnern. Ja. Erst habe ich mir halt daheim helfen. Ich hätte so gerne Lehre gemacht, so gern, hab nicht dürfen. Ich musste helfen auf der Landwirtschaft. Und nachher bin ich ins Gasthaus Mosemädli dort und habe dort ein klein wenig Geld verdient. Und nebenher halt daheim. Und später dann, da habe ich wieder gemacht mit dem Bedienen im Landhaus Laufli vom Vorbild. Da war ich auch lang, ich glaube 27 Jahre war ich dort. Ja. Aber auch nur am Wochenende. Oder wenn schnell ein Bus gekommen ist, dann hätte mir da angegriffen, kein Schnittli kommen. Es kommt ein Bus und ich alles weggeschmissen und bin gegangen. Ah ja, und so, das war mein, also, ja, mein Verdienst, was ich gehabt habe. Und halt daheim, immer daheim. Und von dieser kleinen Landwirtschaft hätte man ja nicht leben können. Mein Vater, er ist im Winter, wir haben ja dort oben, also im Legericht, gibt es ja so große Höfe, da haben sie Holz gesiedelt, weißt du? Das haben sie, da haben sie ja die Forstmaschine noch nicht gehabt. Das ist abgerieselt worden, so ein Lochnapp, Richtung Schildach halt. Und da hat er immer geholfen. Das war, ja. Und später, erst ist er nachher noch zu der Gemeinde Kirnbach. Und, also bei Wolfach war er nicht mehr lang. Kirnbach nur im Wald halt, im Wald hat er geschafft, ja. Ja, ja. Wir haben dann 71 geheiratet. Mein Mann ist schon in Sulzbach. Ja, und er ist halt auch immer geschaffen gegangen. Hätte er ja müssen, gell?
Und ich, ja, und daher, wo er jetzt also auch bei der Gemeinde geschafft hat, dann hat er meinen Vater als mitgenommen. Weil mein Vater hat ja nie ein Auto gehabt oder ein Motorrad oder etwas. Wir sind halt doch noch, und wenn sie sich auch gewehrt haben, gell, wir sind halt doch noch dazugekommen. Aber der Hans hat es ja gesagt, wenn man freiwillig dazu wäre, dann wäre es einfach, hätten wir auch noch zu verstehen. Ja, so, und so wäre es auch. Also wo mein Mann, bei der, also, er war ja nachher auch bei der Stadt gesehen, wo wir eingemeindet worden sind. Da hat man also mal noch einen Ausflug gemacht mit dem Bürgermeister Martin. Ja, das war halt so nett. Hat das halt im Kirmba auch was gemacht wird, von, also von der Stadt halt. Gerade jetzt mit der Halle und so. Und das halt auch für den Kirmba auch ein bisschen übrig bleibt. Wünsche ich mir.